Sven Demand, der mir heute gut gefiel. Daneben natürlich noch Thomas Alofs, Carosedo. Da ist Alofs und da ist wieder Demand. 3:1 für die Schafstahl-Elf gespielt, etwas mehr als eine Stunde. Endlich also auch das erste Erfolgserlebnis für den langen Mittelstürmer, der die Fortuna ja vor 3 Jahren fast im Alleingang in der ersten Liga schoss. Das Zuspiel kam sogar noch von einem KSC-Spieler, aber an dieser Stelle kein Vorwurf an Rainer Schütterle. Aber er hat heute nicht seinen besten Tag erwischt. Ja, und ich begrüße jetzt ganz herzlich den erfolgreichsten, den derzeit erfolgreichsten Torschützen in der zweiten Liga, Sven Demert von Fortuna Düsseldorf. Der beste Schütze derzeit in der zweiten Liga, das kann sich ja noch ändern bis Ende der Saison. Aber bei Ihnen läuft es im Augenblick persönlich sehr, sehr gut. Ja, bei mir persönlich läuft es wirklich gut. Ich glaube, ich weiß nicht so genau, aber ich glaube, die letzten 6 Spiele habe ich immer zumindest ein Tor gemacht. Ja, ist richtig. Heute beim Spiel einmal getroffen, aber am Ende, da wurde es noch eng. Hat man da die Osnabrücker nicht mehr für voll genommen, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Gut, an für sich das ganze Spiel über hatten die kaum Torchancen. Und in den letzten 10 Minuten weiß ich auch nicht. Haben wir ein bisschen halt nachgelassen und haben die Tor gemacht und dann halt weiter nachgesetzt. Und wir haben es dann schwer getan. Ich habe gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, ist Ihr allererster Fernsehauftritt? Ist richtig, ja. Wunderbar. Genau, ein bisschen nervös. Ja? Aber merken wir gar nicht, ne? Nein, überhaupt nicht. Sie haben gesagt, in der nächsten Saison, im nächsten Jahr, wollen Sie in der ersten Liga spielen. Für Fortuna oder für wen? Das weiß ich jetzt selber noch nicht. Aber es wird sich wahrscheinlich in den nächsten 14 Tagen bis 21 Tagen entscheiden. Wie machen Sie das denn abhängig? Werden Sie so lange mit der Fortuna warten, was ja sicherlich ein Risiko ist. Mm. Ich meine, das kann sich am letzten Tag entscheiden. Vielleicht gibt es sogar Relegationsspiele. Mm. Müssen Sie also sehr, sehr lange warten. Ich weiß nicht, ob die Bundesligisten so lange auf Sie warten wollen. Ja, das ist an für sich das Problem. Also ich sag mal, bis zum Ende der Saison kann ich an für sich nicht warten. Um dann halt zu sehen, was mit Fortuna ist. Gibt es da ein Abkommen mit Fortuna oder wie sieht das jetzt aus? Ich meine, es werden Angebote vorliegen. Mm, man hört Köln, man hört Stuttgart, man hört Bremen, man hört Uerdingen. Man schreibt sich das ja immer alles auf vorher. Es hört sich nicht schlecht an allgemein. Das ist richtig, ja. Nach welchen Gesichtspunkten entscheiden Sie denn? Ja gut, für mich entscheidend ist irgendwo schon die sportliche Situation. Auch des Vereines, wo ich dann hingehe. Und das ist halt das Problem von Düsseldorf. Aber ich habe auch gelesen, es gibt ein Angebot von Fortuna Düsseldorf. Ein für die zweite Liga und für die Verhältnisse in Düsseldorf ein sehr, sehr hohes. Ja, das was sicherlich nicht den anderen Angeboten an die anderen Spieler entspricht. Gibt es innerhalb der Mannschaft da keine Probleme, wenn die sehen, dass ein Spieler doppelt so viel verdient? Ja, weiß ich nicht. Also das Angebot ist erst seit vorher Woche. Also von daher ist das noch nicht so lange. Aber ich glaube nicht, dass ich mit den Mitspielern deshalb Probleme kriegen würde. Man spricht nicht darüber? Nö, bisher noch nicht. Frage ich jetzt mal den Günther Netzer. Jahrelang Manager beim HSV. Nach welchen Gesichtspunkten soll denn jetzt so ein Spieler wie Sven Demand vielleicht entscheiden? Ob er in Düsseldorf bleibt, ob er in die erste Liga den Schritt wagt? Was würden Sie ihm da, wenn Sie die Möglichkeiten hätten, ihm jetzt einen Tipp zu geben, sagen? Also es gibt zweierlei Gesichtspunkte, die man betrachten muss. Wenn ein Spieler sehr verbunden ist mit dem Verein, kann ich verstehen, dass er sich diese Chance erhalten will, bis zum letzten Augenblick zu warten. Allerdings vom Sportlichen her muss man sagen, dass man ihm raten muss, in der ersten Liga Fuß zu fassen, dass er seine Zukunft in der ersten Liga sehen soll, damit er auch weiterkommt. Zum Ersten kann er mehr verdienen und zum Zweiten entwickelt er sich sportlich. Er ist ein Spieler, der in der ersten Liga spielen kann und diesen Schritt auch wagen sollte. Wovon machen Sie es denn jetzt letztendlich abhängig? Nur vom Geld oder wirklich das, was die Vereine Ihnen sagen? Denn Sie fühlen sich, glaube ich, doch hier Ich fühle mich in Düsseldorf wohl, das ist richtig. Aber vom Geld mache ich das an für sich nicht abhängig. Gut, das spielt auch eine Rolle, ist klar. Aber das ist für mich an für sich doch eher zweitrangig. Wir haben noch ein Spiel aus der zweiten Liga, das wollen wir uns jetzt erstmal anschauen, ganz zwischendurch, und zwar Blau-Weiß 90 Berlin gegen Hertha BSC von der Papier. Wenn ich mir so Ihre Tore, Ihre Spielausschnitte ansehe, dann habe ich immer das Gefühl, da ist fast nur der linke Fuß. Der rechte, man sagt das mal so salopp, damit man nicht umfällt. Ist das nicht vielleicht doch zu wenig für die erste Liga? Haben Sie da vielleicht Angst vor? Glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass ein starker Fuß reicht. Aber Kopfballtore machen Sie auch nicht so, die meisten, ne? Kopfballspiel habe ich auch noch ein bisschen Probleme, ist schon richtig. Ja. Aber dafür ist der linke Fuß dann halt umso besser. Sven, Sie haben 22 Tore in der zweiten Liga geschossen. Das ist schon eine gute Zahl. Die müssen auch in der zweiten Liga mal geschossen werden. Mit der Fortuna haben Sie auch schon Erstliga-Erfahrung. Was glauben Sie, was der große Unterschied ist für einen Stürmer in der ersten und zwischen der ersten und der zweiten Liga? Ich glaube, in der zweiten Liga hat man nicht so viel Raum wie in der ersten Liga. Weil die Leute in der ersten Liga halt doch mehr den Raum decken und nicht so eng am Mann sind wie in der zweiten Liga. Dafür machen die Abwehrspieler in der zweiten Liga vielleicht mehr Fehler. Als ist vielleicht sogar leichter zu spielen in der ersten Liga? Teilweise mit Sicherheit, ja. Letzte Frage, wer steigt auf? Wer steigt auf, wenn ich das jetzt wüsste? Also ich glaube, die 5 Mannschaften, die jetzt oben stehen, werden die Sache unter sich ausmachen. Und das kann
bis zum letzten Spieltag da. Gut, drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie in der nächsten Saison auf jeden Fall erstklassig sind. Vielen Dank, Sven Demann. Danke.